Vergesst die Rap Beef Community. Frustrierte Hausfrau mit Schnecken. Ultimum Hate. Welcome to the Slime Side again. Heute gibt's die Ansage für die Hater. Wir werden ein bisschen ernster, Leute. Bisher habe ich mich immer zurückgehalten. Hätte mir das jemals irgendjemand erzählt, dass frustrierte Hausfrauen mit Schnecken mehr haten als irgendwelche Rapper im Rap-Game oder Rap-Fans, dann hätte ich das nicht geglaubt. Aber ich wurde wie so oft eines Besseren belehrt. Vergesst den Rapper-Beef, vergesst die Rap-Beef-Community. Frustrierte Hausfrauen mit Schnecken. Ultimum Hate. Nichts gegen Hausfrauen. Ich bin selber eine. Ich habe Kinder. Ich bin eine Hausfrau. Nichts gegen Hausfrauen, aber frustrierte Hausfrauen. Oh, Jesus Christ. Ich habe auch nichts dagegen, wenn sie mich haten. Sollen sie mich in die Gruppen posten? Sollen sie mich haten? Sollen sie Scheiß über mich erzählen? Ich habe dagegen nichts. Sogar im Gegenteil. Aber es war ein kleiner Vorfall, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Da habe ich auch nichts gesagt. Ich dachte mir, okay, let's see, where is this going? Ein Mädchen aus meiner Slimeside-Community ist in einer dieser Gruppen gegangen, nichts böse wollend, und hat einfach gefragt, ob sie die richtige Größe für ihr Terrarium und wollte Informationen einholen, weil man natürlich will, dass es den Tieren gut geht, ja. Sollte ja eigentlich eine positive Reaktion drauf folgen, wenn jemand schon möchte, dass es seinen Tieren gut geht und sich deswegen Informationen holt. Aber nein, dem war nicht so. Sie wurde öffentlich geschämt in einer Gruppe von über mehreren tausend Mitgliedern. So sehr, dass auch sie privat angeschrieben worden ist, ja, und da auch nochmal beleidigt worden ist. Das Mädchen war, lass mich nicht lügen, ich glaube, sie war 10 oder 12. Und abgesehen davon, dass meine Slimeside-Schneckengang, wie meine Kinder sind, ja, habe ich selber auch Kinder. Und wenn ich mir vorstelle, dass die, weil sie eine Information haben wollen zu ihren Tieren, sich auf den Weg machen in eine Gruppe, sich dort anmelden und dann aufs Übelste vor zigtausend Leuten öffentlich geschämt werden, sodass sie auch privat noch beleidigt werden, Alter, da frage ich mich doch, was ist mit euch los? Ihr seid erwachsene Leute. Was darf nicht passieren? Und dann war noch eine, die darauf reagiert hat, die auch von mir in der Slimeside-Community ist, die darauf reagiert hat und gesagt hat, sie findet es nicht in Ordnung, was hier passiert und dass hier Kinder geschämt werden öffentlich. Und dann wurde sie aufgrund dessen aus dieser Gruppe geschmissen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr mich hatet. Ich bin eine öffentliche Person. Ihr könnt so viel haten und Scheiß erzählen, wie ihr wollt über mich. Ja, ich habe dagegen überhaupt nichts. Ich finde es eher witzig. Aber wenn ihr anfangt, Kinder zu schämen öffentlich, die auch noch in meiner Community sind, ich habe 0, nada ein Problem, eure Hackfressen öffentlich zu präsentieren. Entschuldigt meine Ausdrucksweise nicht, denn ich akzeptiere und respektiere solche Leute überhaupt nicht. Und ich habe gesehen, was für Hackfressen ihr habt. Ihr seid nicht nur charakterlich einfach sowas von ekelhaft, sondern euer Charakter widerspiegelt sich auch noch in eurem Äußeren. Okay? Sollte ich noch einmal mitbekommen, und das ist jetzt eine Warnung an euch, sollte ich noch einmal mitbekommen, dass ihr ein Kind öffentlich in eurer Gruppe bloßstellt, werde ich eure Hackfressen-Gesichter nehmen, meine Schnecken-Community geben und sagen, mach daraus mal 200 Memes. Und die werden dann verteilt im Internet. Und mal schauen, ob ihr das, was ihr spreadet, auch selber ertragen könnt. Okay? Ich glaube, wir haben uns verstanden. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich bin nicht nur ein Snailfluencer, sondern ich bin auch ein Rapper. Und ich habe 0, nada ein Problem, euch öffentlich zu schämen und euch zu nennen. Ich kann euch sagen, ich komme vielleicht nett rüber, ich komme sympathisch rüber, aber ich habe auch noch eine andere Seite. Komischerweise feiern mich Leute, denen man abends nicht mal alleine begegnen wollen würde, ja, weil sie so gruselig sind. Diese Leute feiern mich, aber frustrierte Hausfrauen schämen meine Community öffentlich? This is not happening. Ich glaube, ihr habt the wrong victim gepickt, meine Lieben. Selbst mein 2 Meter Hooligan serbischer Ex hat Angst vor mir, wenn ich meinen Berserker-Mode auspacke.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch das Einzige, vor was ich Angst habe, wenn ich meine Kontrolle verliere. Und natürlich war das nicht das Einzige, was vorgefallen ist. Das war, sagen wir mal, letzte Woche. Da habt ihr den Slimeside-Professor fertig gemacht. Warum eigentlich? Lass mich kurz nachdenken. Ihr habt den Slimeside-Professor fertig gemacht. Ach so! Ja! Weil er tatkräftig hilft, weil er jeden Tag zig Fragen beantwortet zu der richtigen Schneckenhaltung, zu Fragen, die vielleicht schon tausendmal gestellt worden sind und immer wieder nett und freundlich antwortet an Leuten, die verzweifelt sind. Jetzt macht er auch den Slimeside Professor Chat auf meiner Seite. Er hat teilweise schon 3 Stunden lang geschrieben mit Leuten, Fragen haben zu Schnecken. Dafür wurde er gehatet aus eurer Ecke. Ihr habt ihm gesagt, dass er zu seinem Idol verschwinden soll, zu seinem arschwackelnden Idol. Gehe ich schwer davon aus, dass ihr den Snailfluencer meint. Und ich muss euch sagen, ich bin, danke für das Kompliment erstmal, aber ich bin nicht so ein guter Arschwackler. Deswegen habe ich ja in meinen Videos auch professionelle Tänzerin, weil ich bin tatsächlich nicht so ein Profi-Arschwackler. Ich arbeite dran. Da muss ich natürlich auch gleich dazu sagen, mein Arsch ist auch größer geworden. An dieser Stelle möchte ich das gleich mal ein bisschen zeigen. Hier seht ihr, weil ich habe BBL gemacht, Liposuction, und dann kann ich natürlich noch mehr mit meinem Arsch wackeln. Seht ihr? Das gefällt euch genauso sehr, wie es mir gefällt. Ihr hatet also Leute, die anderen Leuten helfen. Wart sogar in meiner WhatsApp-Gruppe, einfach nur um zu spionieren, Alter. Habt ihr keine Hobbys? Sag mal, müsst ihr nicht Wäsche waschen, kochen, irgendwas? Wie frustriert muss man sein? Hatet jemanden, der offensichtlich Menschen hilft, dass sie ihre Tiere besser halten und dadurch natürlich auch den Tieren hilft? Was sagt das über euch? Das sagt über euch, dass ihr nicht daran interessiert seid, dass es den Tieren besser geht, sondern ihr wollt euren Status nicht verlieren. Es geht um euer Ego. Es geht nicht um die Tiere. Es geht um euer Ego, weil ansonsten würdet ihr ja kein 12- oder 10-jähriges Mädchen in einer Riesengruppe bloßstellen, nur weil sie etwas nicht weiß, sondern ihr wollt euch mit eurem Wissen über andere Leute stellen, weil ihr solche Minderwertigkeitskomplexe habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich auch, wenn ich so einen widerwärtigen, ekelhaften Charakter hätte, der sich auch noch im Außen schon reflektiert, weil ihr solche Hackfressen seid. Dazu wisst ihr natürlich auch, dass der David, dass es dir manchmal privat auch nicht so gut geht, aber ihr hattet keine Skrupel, ihn fertig zu machen. Und auch damit habe ich ein Problem. Versucht bitte, so weit wie möglich weg zu sein und meiner Community, weil ansonsten werde ich euch online shamen. Und zwar so, wie ihr es noch niemals erlebt habt, okay? Und lasst kleine Kinder in Ruhe. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Wie gesagt, ihr könnt mich weiterhelfen. Ich habe kein Problem damit. Ihr könnt natürlich auch meinen Arsch weiterhelfen. Der, wie gesagt, ist jetzt noch viel größer als davor. Meine Community und meine Kinder, meine Slimeside-Kinder, meine Schneckengang, werdet ihr nicht haten. Und ich werde euch noch was verraten. David, der Slimeside-Professor, und ich werden diese ganzen Leute ausbilden, sodass ihr absolut überflüssig werdet mit eurem Wissen. Ihr werdet sowas von überflüssig, dass euer Ego noch kleiner wird und schrumpft und ihr am Ende ein kleines, mickriges Rosinchen seid. Das werden wir dann unseren Schnecken verfüttern. Habt keinen Grund zu haten. Ihr kleinen, mickrigen, verschrumpelten, ekelhaften, widerwärtigen Hackfressen. Vergesst nicht, die Glocke zu abonnieren. Die Glocke zu abonnieren, das habe ich schon wieder gesagt. Vergesst nicht, den Channel zu abonnieren, die Glocke zu drücken. Für mehr Rate the Hate in der Schnecken-Community. Ja, Leute, ich musste selber lernen. Vergesst Rap-Beef, Schnecken-Community-Beef is the motherfucking best. Wer mehr davon wissen will, abonniert den Channel. Peace out!